Hi Leute und willkommen zurück zu Dead Island. Ja, wir sind hier letztens in eine Schießerei geraten. Jetzt habe ich dann unabsichtlich noch auf den Gewehrmunition. Kann ich... Okay, ich habe genug Munition für alles. Lade ich schnell die Schrotflinte nach. Okay. Ich habe keine 20 Schuss, ich habe 0 von 20. Tja, so. Schrotflinten mag ja keiner anscheinend. Jetzt müssen wir das Auto zurückbringen. Wartet mal. So, da kommen schon die Zombies. Liefere zwei Waffenkisten, berge die gestohlenen Waffen und bringe alles zu. Aber war das nicht... In der letzten Folge hat mir der 200 Meter angezeigt gehabt und dann bin ich hierher gefahren. Na die Long Long Peak? Hm. Interessant, egal. Dann fahre ich halt das Ganze oder auch nicht. Bringe ich das Ganze mal zurück. Ich sehe natürlich überhaupt nichts. So, ich denke, es würde noch zwei Waffenkisten geben, aber die brauche ich ja nicht. Wow! Get this fuck off me! Okay, also es gibt genug Rebellen. Bringen wir mal die Waffen zurück. Ich denke, dass er uns wahrscheinlich ins Labor bringt, wenn wir ihm jetzt die Waffen geben. So, wohin? Hierhin. Nein. Und hierhin. Jetzt verrat uns den Weg. So, did you take care of your bit? You goddamn did it. You did what you said. I hold up my end of the bargain too then. Perfekt. I'll take you to Moen, but it won't be easy. To reach him, we need a boat, and the only boat we had was stolen by that bastard Afran. If you want to talk to Moen, you have to get it back. You think you can do it? Muss ja alles zurückholen. You can count on it. Great. There is only one village in the Crocodile Valley that has access to the river. So my guess is that's where you'll find Afran. I doubt he would get rid of the boat. Get going. Take some equipment from our storeroom. It will help you get that motherfucker Afran. Afran. Okay, mal sehen, ob uns da was hilft. Ein Stockmesser und gar nichts. Danke. Naja, sie versuchen es ja. So, das brauche ich nicht, Upgrade-Kosten sind schon ein bisschen viel. Shop. Afran's boy shoots the hell out of anything that moves. Ich werde natürlich für das gehen. Während du genau im Kopf zählst, okay. Ziel im Kopf und drücke E. Perfekt. Erhöht den Schaden beim Werfen, erhöht den Schaden mit Feuerwaffen, das werde ich auch brauchen. Okay. Ja. Ich würde sagen, dann fahren wir gleich los. Ich würde sagen, wir machen den Dschungel so weit wie möglich.
bis vor dem vor dem vierten Akt. Und dann einfach Nebenmissionen, damit wir gerüstet sind, und dann den vierten Akt. Ja. So würde ich das jetzt am besten beschreiben. So, hier kommen wieder die Rebellen, nehme ich an. Scheiße! Hat er gerade Scheiße gesagt? So, zurück. Einmal den Wendekreis. So, also Moen, dann wahrscheinlich das Labor. Und falls wir das Heilmittel haben, mit dem Boot zum Gefängnis. Jetzt die Frage, ob ich einfach so in das Lager fahren kann, ohne bemerkt zu werden. So. Oh man. Sowas wie Silent-Attacken gibt's ja nicht hier. Aber ich kann halbwegs zielen. Ich weiß gar nicht, ob es ein Scharfschützengewehr gegeben hat. Ich glaube nicht. Muss hier rauf. Oh. Tja. Das macht's mir einfacher. Okay, nicht auf die Palme schießen. Aber hier hatte sich einer versteckt, oder? Hier hatte er sich versteckt. Ich weiß nicht, ob ich überall hierher komme. Ich möchte eigentlich schon halbwegs viele Baupläne finden, denn die helfen halt immens weiter. Ich habe kein Heilkit. Gott sei Dank gibt's Energy Drinks. Ist der Imbus? Nein, dahinter. Oh, oh. That ain't Pete. Oh man. Warum habe ich so viele Medikits verbraucht?
Immerhin lässt einen das Spiel die Leute, die getötet worden sind. Also die bleiben tot. So, um das Geld geht es mir jetzt gar nicht so. Okay, aber wenn sie mich treffen, das zieht schon zu viel. Oh Mann. Meine Trefferkunst ist eins auch. So, bei denen die Schrotflinte, wo habe ich die? Kill those fuckwits! Okay, viel zu nahe. Aber die Pistole hilft da schon ordentlich aus. Gleich mal reparieren. Gibt's eigentlich gar nicht so viel. Naja, ich habe keinen Bauplan für das gefunden. So, Gewehrmunition sollte wieder vollständig werden. Bloody long long big! Oh man, da wartet mich schon was drin. Schuss brauche ich nicht. Mann, die Zeit vergeht so schnell. Ich würde aber gern. Irgendwo müssen die doch einen Bauplan haben oder so, oder? Okay, außenrum geht nicht. Dann bleibe ich beim. Wow. So, das ist mir von Call of Duty geblieben. Einfach immer nachladen. Ist nicht die schlauste Taktik. So, ich wollte gerade sagen, die Frage ist, wie viele Männer hat er noch? Got here. Der hat auf mich gewartet. Was habe ich gehört? Pistole wechseln. Kann ich hier rein? Nein. Es dürften nicht mehr so viele sein, ich meine, ich bin jetzt schon. Ich bin jetzt schon fast angekommen. Eure Beschimpfungen bringen euch jetzt auch nichts mehr weiter. Jawohl. Oh Mann.
Wow. Okay. You're not living alive. I love the smell of napalm in the morning. So, mal über die Leute laufen. Das Gewehr nachladen. Okay, wieder eine Herausforderung geschafft. Okay. Ist das Afran persönlich? No, 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 no! Bastard! Ja. So, ich mein... Oh Mann. Ein echt blöder Plan. Come on out, bitch! Ja, vielleicht hat's mich getroffen. Genau. Oh! Okay, na warte. Stock besser weg. Oh Mann, ich hab jetzt... Spaten fallen lassen, Bratpfanne. Ich weiß nicht, die hören sich alles an, als ob ich es irgendwann brauche. Und meine Schockpistole. Die Granaten. Oh, ist das schwammig, die zu werfen. Und rein damit. Let me open this puppy up. Wie komme ich drauf? Ich habe keine Ahnung, was der offizielle Weg ist. Du musst ja... Irgendwo eine Leiter geben oder so, oder? Okay, hier komme ich nicht vorbei. Komme ich jetzt noch hoch? Ich merke schon, der Part wird wieder... ich sehe nichts mehr. So, jetzt bin ich wieder oben. So, was ist jetzt der Plan? Ich habe noch Molotovs. Okay. Come on out, bitch! So, mitnehmen, das ist meins. Und beim ersten Mal. Das tötet die nicht. Mit dem Messer in der Brust. Ja. So, Bauplan. Phoenix. So, hier gehe ich noch nicht drauf. Ich hole mir jetzt erstmal das Zeug von denen. Okay, dann kann ich den Part wahrscheinlich mit einer kleinen Überlänge abschließen. Ich glaube, das war Afran.
So, Munition hin und her, habe ich alles. Und jetzt zum Boot. Good job, friends. So, dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zusehen bei diesem Part und wünsche euch noch einen schönen Tag.